Guten Morgen, Freunde. Es ist 6.30 Uhr und das hier ist ein detaillierter Tag in meinem Leben als IT-Berater. Also los geht's. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Unter meinem letzten Video habt ihr mich gefragt, ob ich mal wieder ein Video drehen kann, wie ein Tag in meinem Leben als IT-Berater aussieht und ob ich das Ganze etwas detaillierter gestalten kann. Und deswegen mache ich das heute in diesem Video. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir drei Gläser bereitgelegt und das hat auch drei Gründe. Erstens trinke ich jetzt 250 Milliliter rote Betesaft. Das mache ich immer 1 bis 3 Stunden vor dem Training. Zweitens im zweiten Glas, da kommt gleich Salz rein und das nehme ich vor dem Training zu mir, damit ich einfach ein bisschen mehr Energie habe, ein bisschen mehr Pump habe. Und rote Betesaft kalt aus dem Kühlschrank schmeckt für mich viel, viel leckerer und gesünder und auch besser als Coca-Cola. Und das dritte Glas ist einfach nur Wasser. Da nehme ich Vitamin D3 zu mir einmal die Woche. Das ist so eine wöchentliche Tablette. Und das ist einfach nur, um meinen Körper zu hydrieren. Denn wenn man abends schläft oder über Nacht, verliert man halt sehr viel Flüssigkeit. Und das sollte man morgens am besten als erstes einholen. Nachdem ich geduscht habe, ziehe ich die Sachen an, die ich mir am Vorabend bereitgelegt habe. Das ist ein Lifehack, den ich jetzt schon länger ausübe. Und das spart einfach sehr viel Energie morgens und sorgt dafür, dass man so wenig wie möglich Ausreden hat, um nicht ins Training zu gehen. Ich nehme mir dann morgens nochmal 5 Minuten Zeit, um zu meditieren in Form von Beten. Andere setzen sich hin, meditieren, machen die Augen zu, denken an nichts und bei mir ist es das Gebet, das hilft am meisten. Ihr habt schon gesehen, ich nehme mal eine Banane mit, weil es heute kalt war. Ziehe ich mich auch extra dick an mit Thermohandschuhen, mit einer Mütze und dann habe ich auch noch eine Thermojacke, die ich anziehe. Das ist Lifehack Nummer 2, was ich euch mitgeben kann, denn nach dem Training, ich ziehe mich nicht im Fitnessstudio um, denn das dauert einfach viel zu lange. Ich dusche so zu Hause. Deswegen habe ich so eine Regenjacke oder einen Windbreaker mit dabei. Und den Windbreaker ziehe ich nach dem Training an. Dann ist es auch egal, ob ich Oberkörper verschwitzt bin oder nicht. Und kann dann meine dicke Jacke anziehen und damit nach Hause gehen. Und hier seht ihr es auch schon. Ich, Depp, habe vergessen, meine Autoschlüssel mitzunehmen. Deswegen muss ich nochmal nach Hause meine Autoschlüssel holen. Ja, der Ölservice ist fällig. Ja, ich habe vergessen zu tanken. Reden wir nicht darüber. Ich kann morgens auf leerem Magen nicht trainieren. Ich brauche auf jeden Fall etwas im Magen, sonst wird mir schlecht. Und ich brauche auch Energie. Deswegen esse ich immer morgens eine Banane auf dem Weg ins Training, weil Banane halt sehr, sehr schnell ins Blut übergeht und Energie liefert. Gut eine Stunde nachdem ich aufgewacht bin, bin ich auch schon im Fitnessstudio und ich mache mich immer warm mit 10 Minuten Crosstrainer oder auch 10 bis 15 Minuten auf dem Laufband. Meine Apple Watch ist immer am Start, da läuft immer das Training, damit ich ganz genau tracken kann, wie viele Kalorien ich aktiv verbraucht habe. Denn ich versuche täglich auf 800 aktiv verbrauchte Kalorien zu kommen in Form von Aufwärmung vor dem Training, in Form von Krafttraining und ich führe jeden Tag 100 Liegestütze aus, das mache ich jeden einzelnen Tag, das lade ich auch auf Instagram hoch. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr meine Fortschritte sehen wollt. Ich trainiere aktuell Pull nach dem Trainingsplan aus der Perform All App. Da habe ich angefangen mit der Rudermaschine, mache dann Klimmzüge, 8 bis 12 Wiederholungen. Generell, wenn es um große Muskelgruppen geht, wie die Brust oder der Rücken, mache ich immer 8 bis 12 Wiederholungen und bei kleinen Muskelgruppen, wie den Armen, mache ich immer 15 bis 20 Wiederholungen. Das ist das, was die App vorschlägt. Und hier bin ich am Latzuggerät mit einem engen Griff, habt ihr gesehen. Als nächstes kommt Butterfly Reverse. Das waren jetzt 3 Übungen für den Rücken. Gleichzeitig trainiert man aber natürlich auch den Bizeps mit, weil es Ziehübungen sind. Deswegen ist es auch eine Pull-Einheit. Als nächstes kommen 2 Bizepsübungen, damit der Bizeps nochmal komplett beansprucht wird und auseinandergenommen wird. Dann ist das Training auch schon vollendet. Eigentlich muss ich auch noch Sit-Ups machen, aber ich habe so einen Muskelkater gehabt, deswegen habe ich darauf verzichtet. 433 Kalorien insgesamt verbrannt in 43 Minuten. Und dann habe ich noch am Wertsachenschrank einen Spind gefunden, der nicht abgeschlossen war. Die Dame, die Nummer 9 ist nicht abgeschlossen. Ja, ist ein Schlüssel drin, Portemonnaie drin, aber... Warum muss es so kalt sein? So, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, was in meinem Tag, in meinem Alltag als IT-Berater so los ist. Es ist jetzt 8.41 Uhr. Wir sind fertig mit dem Training. Normalerweise komme ich ein bisschen früher, lasse mir mehr Zeit mit dem Training, aber
Und das geht schon klar. Jetzt müssen wir aber schnell nach Hause, denn es steht ein langer Tag an. Let's go. Ach ja, bevor ich das vergesse, klickt unten schon mal auf Abonnieren, damit ihr das Ganze nicht vergesst. Und ich muss jetzt erstmal tanken gehen, 30 Kilometer. Wobei, das reicht bis nach Hause. Tanken werde ich später tun. Ja, das war ein Intro von mir, weil ich damals noch nicht gewusst habe, dass ich ein Voiceover aufnehmen werde. Ich nehme jeden Tag einen Teelöffel Schwarzkümmelöl zu mir, weil es sehr viele Vorteile haben soll, sehr viele Krankheiten vorbeugen soll. Zum Frühstück bereite ich mir Haferflocken vor, 100 Gramm davon. Erdnussmus ist Gamechanger, das schmeckt so gut, Leute. Mandelmilch, 100 Gramm, Amaranth gepufft, hat sehr viele Ballaststoffe. Sojaflocken, um noch mehr Proteine reinzukriegen. Weizenkleie hat auch super Ballaststoffe und hält lange satt. Und ich mag Zimt sehr gerne, deswegen kommt auch viel Zimt bei mir rein. Ich richte das Ganze gerne mit Obst ein. Hier habe ich Kiwi, Mandarinen und getrocknete Feigen. Dann gehe ich auch schon runter ins Homeoffice. Und so sieht mein Arbeitsplatz aktuell aus. Ich habe auch schon bereits ein Video über mein Setup gemacht. Das findet ihr gerade rechts oben oder auch unten in den Beschreibungen. Das könnt ihr euch dann später ansehen. Ich fange den Tag meistens im Stehen an. Die erste Stunde arbeite ich dann im Stehen und versuche auch regelmäßig über den Tag verteilt aufzustehen und im Stehen zu arbeiten. Wenn ich dann mit dem Frühstück durch bin, richte ich mir dann meine tägliche To-Do-Liste ein. Das heißt, ich öffne eine neue Seite in meinem Notizbuch, gehe in Outlook rein und schaue mir alle neuen Mails an, die über Nacht reingekommen sind, und schreibe mir alle To-Dos nacheinander auf. Ich habe das Video an der Stelle mal gestoppt, damit wir uns meine heutigen To-Dos ansehen können. Der Tag geht bei mir los mit zwei Trainings, die vom Unternehmen vorgeschrieben werden, die jeder Mitarbeiter in dem Unternehmen durchführen muss. Das sind Videos, die man sich ansieht, und dann anschließend immer einen Quiz, den man richtig beantworten muss, ansonsten muss man das Ganze wiederholen. Als drittes schaue ich mir eine Plattform an, die ziemlich neu ist. Das ist eine interne Webseite, die mit Informationen für uns gefüllt ist. Die wollte ich mir ansehen, weil die mir wichtige Informationen liefern kann, die ich dann im Job benutzen kann. Der NSC 5 ist eine Zertifizierung, auf die ich mich aktuell vorbereite, deswegen will ich dafür lernen. Dann haben wir einen Update-Call, einen POC-Update-Call. Ein POC ist eine Testinstallation beim Kunden, und wir betreuen den Kunden während der Testlaufzeit. Und da haben wir alle zwei Wochen Telefonate, um mal abzuchecken, ob der Kunde klarkommt mit dem Produkt, ob er Fragen hat, die ich dann in diesem Call dem Kunden beantworte. Daraufhin muss ich dann auch eine Word-Vorlage erstellen. Wir haben im Team eine Aufgabe bekommen, die wir auch als Team beantworten sollen bzw. bearbeiten sollen. Und ich habe mich freiwillig zur Verfügung gestellt, um da eine Vorlage zu erstellen, damit das ganze Team auch einheitlich abliefern kann und damit wir die Informationen später auch weiterverwenden können. Dann schaue ich mir eine Präsentation an zu dem Produkt, wozu ich die Zertifizierung schreiben möchte, denn in der Präsentation sehe ich die vertriebliche Seite, wie man als Vertriebler an das Produkt rangeht und dem Kunden das Produkt vorstellt. Und dort erhoffe ich mir einfach mehr Informationen zu gewinnen, um das Produkt besser verstehen zu können. Anschließend lerne ich dann nochmal meine Karteikarten für die Zertifizierung. Und zum Schluss haben wir noch einen RFP-Call. Das ist eine Ausschreibung, an der wir teilnehmen, und ich bin als zweiter Projektleiter in dieser Ausschreibung mit drin, in diesem Projekt mit drin. Während ich am Arbeiten bin, lasse ich im Hintergrund dezent das Lo-Fi-Radio hier laufen vom Lo-Fi-Girl. Das sorgt dafür, dass ich mich besser fokussieren kann. Wie geplant habe ich das erste Training durchgeführt und mit 10 von 10 Punkten bestanden. Ganz wichtig, das Ganze abhaken, um Glücksgefühle auszuschütten und für den Kopf, damit der Kopf auch weiß, wir haben heute etwas geschafft. Das zweite Training habe ich dann auch durchgeführt und auch mit 100 Punkten bestanden. Anschließend sehe ich mir dann die interne Webseite an, die interne Plattform, die für die Mitarbeiter aus der vertrieblichen Abteilung extra erstellt wurde, und hake das Ganze dann auch ab. Ich lerne immer noch sehr gerne mit Karteikarten. Während ich mir die Produktinformationen durchsehe und auch das Training durchgehe, schreibe ich mir die wichtigsten Informationen auf Karteikarten und gehe die dann später vor der Prüfung durch, damit ich auch zu 100% sicher bin, dass ich die Informationen drauf habe. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen gelernt. Da ich ohnehin jeden Tag so lange am Rechner sitze, vor dem Display sitze, habe ich mich diesmal dazu entschieden, das Ganze analog anzugehen. Und jetzt ist auch schon Zeit für die Pause, das heißt, es geht wieder nach oben und ich bereite mir mein Mittagessen vor. Das koche ich jeden Tag frisch. Ich versuche es frisch zu kochen, weil es am besten schmeckt. Heute gibt es Pulled Chicken mit Pesto Rosso und rote Linsennudeln und Gemüse.
da ich aktuell natürlich darauf achten muss, dass ich nicht allzu viele Kalorien zu mir nehme, aber mein Proteinbedarf gedeckt ist mit mindestens 200 Gramm am Tag, habe ich hier mich für rote Linsennudeln entschieden. Die habe ich letztens bei DM entdeckt und ich finde, die schmecken nicht viel anders als normale Nudeln. Ich fand den Geschmack sehr, sehr lecker. Probiert es mal gerne aus. Kann ein bisschen mehr kosten als normale Nudeln, aber es ist auch um einiges gesünder. Die Karotten sind vorbereitet, den Blumenkohl habe ich bereits gewaschen und in kleine Teile zerpflückt. Dann bereite ich ein Olivenöl-Knoblauch-Gemisch vor mit Salz und Pfeffer. Das wird dann in einem großen Schüssel mit dem Gemüse einmal umgerührt. Das kommt auf ein Backblech bei 220 Grad. Ich weiß nicht, wie lange das drin war. 10, 15 Minuten sollten ausreichen. Das Ganze darf nicht zu trocken werden. Und dann habe ich mir noch eine Soße dazu vorbereitet mit Quark und Knoblauch, das benutze ich dann als Dip für mein Gemüse. Eine ganze Hähnchenbrust habe ich dann für 25 Minuten gekocht. Dann kann man das Ganze so auseinanderreißen und mit Pesto Rosso von DM anreichern und schön umrühren, damit überall Pesto Rosso drankommt, damit das gleichmäßig verteilt ist. Das schmeckt mega, Leute. So schaut dann mein Teller aus. Ich schaue meistens gerne YouTube, während ich esse. Und nachdem ich mit dem Mittagessen fertig bin, geht es auch schon direkt los mit der ersten Telco. Das ist ein Update-Call, wie bereits erwähnt. Und so sehe ich aus. Ich benutze einen virtuellen Hintergrund. Das finde ich ist viel schöner als ein normaler Hintergrund, den ich hier habe. Hi, grüß dich. Na, wie ist die Lage? Ja? Okay, wenn das so ist, dann müssen wir da noch mal am besten... Kannst du mir mal deinen Bildschirm teilen, bitte? Ja, sehe ich. Okay, dann würde ich sagen... War es das soweit? Oder habt ihr noch Fragen? Okay, super, dann vielen Dank für eure Zeit. Wenn was ist, wie gesagt, jederzeit gerne anrufen oder anmailen. Ich schreibe gleich nochmal eine Zusammenfassung, das bekommt ihr dann alle. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen. Ciao. Der Call ist ziemlich erfolgreich gewesen. Der Kunde ist weiterhin glücklich. Ich habe dem Kunden geholfen mit 1, 2 Fragen und anschließend schreibe ich dann ein Protokoll. Ich schreibe immer während des Calls bereits mit auf dem zweiten Bildschirm. Die wichtigsten Sachen notiere ich mir, die To-Dos notiere ich mir. Die Teilnehmerliste kommt mit rein und das bekommt dann jeder, der für diesen Call eingeladen war, der dabei war oder auch nicht dabei war, per Mail von mir zugeschickt. Zum einen wissen dann die Leute, die nicht dabei waren, was da los war in dem Call und man kann sich dann auch später nochmal das durchlesen, wenn man sich nicht mehr ganz genau erinnert, was man in dem Call gemacht hatte. Und bis zum nächsten Call habe ich mir dann die Karteikarten wieder geschnappt und auch gelernt. Ich habe mich ein bisschen bewegt, ich stehe dann gerne dabei auf und bewege mich hin und her. Ich hasse es, 8 Stunden am Tag zu sitzen. Das ist so schlimm für die Gesundheit. Deswegen habe ich auch sehr gerne in einen Schreibtisch investiert, den ich hochfahren kann. Und hier geht auch schon der nächste Call los, bei dem ich keinen großen Anteil habe, weil wie gesagt, ich bin hier als Teilprojektleiter mit drin, als Backup-Projektleiter mit drin. Und da der hauptsächliche Projektleiter, der Verantwortliche mit dabei war, habe ich nebenbei nur protokolliert und das Ganze dann auch später in die Runde geschickt. Bevor ich dann Feierabend gemacht habe, habe ich mir noch mal ein bisschen Zeit genommen, um zu lernen, ein paar Informationen mir angesehen, die wichtig wären, die in der Zertifizierung vorkommen könnten. Und 2 To-Dos, die für heute geplant waren, die habe ich leider nicht geschafft zu erledigen. Das ist aber nicht so wild, das kann ich morgen nachholen. Das kommt dann morgen als erstes auf meine To-Do-Liste, bevor ich in meine Mails gehe. Ich führe dann noch meine 100 Liegestütze aus. 10x10 Liegestütze sind 100 Liegestütze. Das lade ich dann auch auf Instagram immer hoch. Das sorgt einfach dafür, dass ich nochmal 200 Kalorien aktiv verbrauche für den Tag. Ich möchte auch stärker werden und mehr Muskeln aufbauen. Und mein Ziel ist es auch, die 100 Liegestütze am Stück zu schaffen. Mal schauen, wie lange ich dafür brauche. Weil meine Eltern erkältet sind, habe ich mir dann noch Zeit genommen, um einen Tee vorzubereiten. Das ist frischer Ingwer. Da kommt Kurkuma mit rein, Zitrone und Honig kommt da mit rein. Der Ingwer wird geschält und in Scheiben geschnitten. Kurkuma, da würde ich am liebsten immer Handschuhe anziehen, denn das färbt ab und die Farbe bekommt man halt sehr, sehr schlecht wieder raus. Das wird dann auch in kleine Stücke zerrieben und kommt in den Tee mit rein. Der Honig kommt da rein, um den Hals zu schützen und ich wollte mich noch informieren und recherchieren, welche Honigsorten und Marken die besten sind, die die wenigsten Zusatzstoffe haben. Ich glaube, dieser Honig hier hat sehr viel Zucker noch mit drin, was man vermeiden sollte. Ich setze eher auf natürliche Produkte. Dann mache ich noch einen Shot mit Zitrone und Knoblauch. Das soll sehr, sehr gesund sein. Das bekommen dann meine Eltern, die dürfen es dann trinken. Ich habe mich schon gewundert den ganzen Tag, dass wir nichts...
Beschissenes passiert ist, aber ich habe es dann geschafft. Und ich versuche auch regelmäßig Ingwer mit Honig zu essen. Der Honig ist dafür da, um die Schärfe aus dem Ingwer etwas rauszunehmen. Das soll sehr, sehr gesund sein und beugt auch Krankheiten vor. Vor dem Schlafengehen habe ich immer Romane gelesen auf meinem Amazon Kindle. Mittlerweile lese ich Dragon Ball Mangas, weil ich die einfach liebe. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und klick auf Abonnieren. Es ist kostenlos. Dankeschön und ciao.